your attention now. Hallo Leute, heute mal Ninja Talk bei mir aus dem Wohnzimmer auf Deutsch zum Thema Kinder im Training. Eine Sache ganz kurz vorweg, ich glaube, ich habe das auch schon in einem anderen Video gesagt, aber jetzt vielleicht in einem Kindervideo erreicht es doch noch mehr die Leute, die es betrifft. Also ich kann es jetzt momentan noch nicht abschätzen, wie lange das noch mit der Corona-Krise geht. Es soll jetzt Lockerungen geben, aber ich glaube noch nicht so weit, dass wir dann auch ein Kindertraining anbieten können oder anbieten dürfen. Das heißt, wir müssen dann noch ein bisschen geduldig sein, noch ein bisschen abwarten. Ihr dürft mir glauben, mich kotzt diese Situation, so wie sie sich jetzt gerade darstellt, auch brutal an, weil mir einfach das Training fehlt und der Unterricht fehlt. Ich mache das halt immer gern. So, wie auch immer. Zum Thema unsere Videos, die wir jetzt so einstellen, bei YouTube und auch auf unserer Website und Facebook verlinken, die können auch Kinder machen. Also gerade Gymnastik, ob die jetzt für Erwachsene oder für Kinder, ist eigentlich egal. Die können beide Gruppen machen, können auch Kinder machen. Dann die Kinder, die schon länger dabei sind, die wissen ganz genau, was man doch so alles machen an Gymnastik oder dann auch an Spiele oder gerade die ganzen Bodenübungen, die wir machen, wo man sich auf dem Boden entlang zieht oder mal auf alle Viere läuft oder Ameisen laufen und die ganzen Sachen, die Rollen. Das haben wir ja alles in unseren Videos beschrieben, wie das geht und wo man auch drauf aufpassen muss. Und dann natürlich auch unsere ganzen Videos zum Thema Stock und Schwert. Warum soll ein Kind einen Stock mal nicht in die Hand nehmen und da irgendwie ein bisschen Schwertkampf übe oder irgendwie was mache? Why not? Wir haben das früher als Kinder, wir haben irgendwelche Sachen nachgespielt, was wir bei Star Wars gesehen haben, oder ich bin ja ein Kind der 70er, was es in irgendwelche Schwarz-Weiß-Fernsehserien, Zorro und wie die ganzen Serien hießen, haben wir die Sachen nachgespielt und nachgeturnt irgendwie und hatten unseren Riesenspaß dabei. Und bei euch Eltern war das sicherlich auch teilweise nicht anders. Also lasst sie doch einfach mal machen, lasst sie Kinder sein. Und nach der Corona-Krise geht es dann wieder voll weiter, so gut wie es geht. Ja? Ich hoffe, ihr vergesst halt nicht zu viel von unserer Kampftechnik, die wir so unterrichten. Müssen wir dann halt wieder geduldig sein und wieder von vorne anfangen, denke ich mal. Aber egal. So, das eigentliche Thema von diesem Video, da geht es um Kinder- und Krafttraining. Ich habe das in den letzten Jahren schon verschiedentlich mal gehabt, dass Eltern der Ansicht waren, dass ein 10-Jähriger doch jetzt nochmal mit Gewichte anfangen sollte und wie stark der jetzt sein muss und tralala. Und Leute, tut mal einen Gefallen, hört mit diesem Zeug auf. Warum? Krafttraining, wenn man so früh bei Kindern anfängt, man tut den Kindern damit wirklich keinen Gefallen. Also es gibt zwar so auf YouTube oder generell im Netz immer wieder mal beeindruckende Videos von Kindern, die gedrillt worden sind, die richtig Muckis aufgebaut haben und die das wahrscheinlich auch also richtig super cool finden, wie stark sie sind und. Aber das Problem ist, dass der Körper eigentlich auf Muskelwachstum noch nicht getrimmt ist. Der Körper ist noch auf Wachstum getrimmt. Das heißt, ihr habt zum Beispiel eine lange Röhreknochen, wie zum Beispiel den Oberarmknochen oder vor allem in der Oberschenkel, sogenannte Wachstumsfugen. An diesen Wachstumsfugen wächst der Knochen in die Länge, also der Kind wächst in die Höhe dadurch. Und wenn da zu viel Gewicht drauf kommt, also man geht mit zu hohen Gewichten ran, wie die Kinder, dann ist es so, dass der Körper diese Wachstumsfugen schließt. Und dann gibt es halt kein Wachstum mehr. Das heißt, eure Knirpse bleiben Knirpse. Und das kann ja dann wohl auch nicht so richtig im Sinn von dem Kind sein, ja? Dass es aufhört zu wachsen. So. Deswegen macht es nicht. Der Körper ist auch von der hormonellen Situation noch gar nicht so darauf getrimmt. Was viel wichtiger ist für eure Kinder, ist das Nervensystem, das sich im Aufbau befindet. Dass man da eben koordinativ rangeht und da gibt es kaum ein besseres Training, ein abwechslungsreicheres Training, das das unterstützt, als Kampfkunsttraining, so wie wir es hier in der Ninjutsu Akademie Heilbronn machen. Mit jeder Bewegung, mit jeder neuen Technik, die euer Kind bei mir lernt, ist es so, dass das Gehirn, das
System sich neu vernetzt und dadurch eben dementsprechend ganz andere Möglichkeiten hat, das Nervensystem, das Gehirn zu nutzen. Das wirkt sich auch dann eben auf die schulische Leistung aus. Also die Kinder, die bei mir lange Jahre im Training sind, wenn ich mir die angucke, die sind allesamt ziemlich gut in der Schule, wenn nicht sogar sehr gut in der Schule. Und das liegt einfach daran, weil diese gesteigerte Aufmerksamkeit wird dazu benutzt, dass man besser lernt. Und eben dann auch ausgeglichen ist, weil eben das Training, die Bewegung natürlich auch ein Ausgleich zu der Rumsitzerei in der Schule ist. Und deswegen tut mir euren Kindern einen Gefallen, wenn ihr sie irgendwie fördern wollt, dann spielt mit denen, tobt mit denen. Ihr könnt mit denen die ganzen Waffentechniken zum Beispiel vielleicht mal im Garten irgendwie ein bisschen nachturnen. Nehmt hier so ein Kissen zum Beispiel und macht mit denen ein bisschen Schlagtraining. Ja? Oder Tritttraining. Lasst sie mal dagegen schlagen, dagegen treten. Haltet das für die Kids wissen schon ganz genau selber, wie sie das halten müssen. Das braucht ihr denen dann nicht erklären. Habt offenbar auch zu euren Kindern ein bisschen Vertrauen, weil die wissen mehr, als sie denken und die wissen mehr, als ihr glaubt. Und lasst sie einfach mal machen, das steigert dann einfach auch die Fantasie und auch das Selbstwertgefühl und auch das Selbstbewusstsein, weil man einfach zeigen kann, was man kann. Und wie gesagt, geht lieber in diese Richtung und lasst uns Kampfkunsttrainer unseren Job machen, weil wir wissen, was wir tun. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich nach der Corona-Krise gesund und munter und voll motiviert wieder. Also dürft mir gerne glauben, ihr fehlt mir brutal, allesamt. Das Training mit euch fehlt mir und die Bewegung. Und ja, bleibt motiviert, ich bleib's auch. Bleibt positiv, übt, trainiert, so gut ihr könnt, so gut es geht, bleibt positiv. Ich wünsche euch alles Gute, bis hoffentlich bald. Ciao. That's it for today.